Also ich habe die Musik von Johann Sebastian Bach seit meiner Kindheit gespielt und spiele ich sie. Und so war es dann praktisch eine logische Entscheidung zu sagen, also das wäre ein tolles Projekt für mich, auch eine schöne Herausforderung, die Gesamteinspielung der Orgelwerke von Johann Sebastian Bach so vorzunehmen. Und so sind wir ja dann ins Gespräch gekommen und ich hatte dir dann von der Idee erzählt und dann hattest du gesagt, das ist ein tolles Projekt, das machen wir mit Motette. Warum hast du diese Orgel ausgewählt? Was wichtig ist für mich, ist, dass wir einen Klang haben, den möglicherweise auch Johann Sebastian Bach hatte. Denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele seiner Kompositionen inspiriert worden sind von den Orgeln, die er selbst spielte. Und deshalb denke ich, dass eben ein Instrument wie dieses, was ja basierend ist auf den Prinzipien des barocken Orgelbaus aus dem 18. Jahrhundert, dem Bachschen Klangideal doch sehr, sehr nahe kommt. Ja, meine Rolle ist auch, dass ich die Chance habe, mit Stefan einen Klang zu diskutieren, also welche Register am besten klingt. Eine kleine Version ist mit Bachpfeife, ne? Wir arbeiten als Team, er spielt am Spieltisch und ich kann weit weg von der Orgel alles hören, also gemeinsam Klang zu hören und diese Zusammenarbeit bringt ein gutes Ergebnis. Gut, dann können wir starten. Machen wir eben, ne? Machen wir Aufnahmen jetzt. Ja, sehr gut. Ich muss einmal ganz kurz reinhören, ob wir noch im Tempo sind von vorhin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Mhm. Dieser Prozess ist, denke ich, für beide Seiten ein sehr spannender, indem man neue Impulse immer wieder erhält. Also er kann mich Sachen fragen, ich gebe ihm gewisse Anmerkungen und Denkanstöße, mit denen wir dann vielleicht die Interpretation nochmal überdenken, hinterfragen, vielleicht auch neue Sachen mal ausprobieren in der Aufnahme. Ich denke, da sind wir auf einem super Weg, ein ganz tolles Ergebnis hinzubekommen. Dieselbe Stelle von eben, wir waren eben ein kleines bisschen im Tempo drüber. Also noch einmal neu. Wie fühlst du dich nach einer Aufnahme? Sehr gut. Also bereite mich jetzt schon intensiv auf dieses Projekt seit einigen Jahren vor. Und ja, wenn dann alles eingespielt ist, dann ist das wirklich ein Gefühl von Glück und Zufriedenheit. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie dann die Endprodukte dann aussehen werden.